Hallo ihr Lieben, ich will heute mal was Neues ausprobieren und habe mir dafür einen Stein genommen, habe ganz viele Acrylmarker, ich zeige euch mal die Verpackung und das sind die hier, ob die gut sind, werden wir gleich sehen und ich habe noch nie Steine bemalt, also dementsprechend werden wir einfach mal schauen. Wer es nicht weiß, ich habe, meine Mama ist vor ein paar Jahren gestorben und jetzt ist ja Muttertag demnächst und möchte ihr gerne einen selbstbemalten Stein hinlegen zum Friedhof und dementsprechend möchte ich den jetzt auch so verzieren und mal schauen, ob ich das kann, weil wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich mit Malen so direkt nichts zu tun habe. Also wird es auch relativ einfach werden. Wer die Geräusche übrigens im Hintergrund hört, das ist unsere, die Spülmaschine, Geschirrspülmaschine und dementsprechend, also keine Sorge, hier ist alles in Ordnung. Und ja, dementsprechend werden wir einfach mal loslegen, was ich mir so überlegt hatte. So, ich übernehme jetzt mal mit dem Nachvertonen, weil ich nicht so viel dort gesprochen habe jetzt und ich jetzt aber auch keine Musik drunter legen wollte. Ich habe mit dem ersten Stift ein bisschen gekämpft, weil ich noch nicht genau wusste, wie es ging. Aber ich habe mich ja für ein relativ einfaches Motiv jetzt erstmal entschieden, weil ich eben so mit Malen nicht so viel am Hut habe, ich das aber so gerne jetzt machen wollte. Und habe also dementsprechend dann einfach ein bisschen was Einfaches genommen. Und ich finde für mich selber, ich finde es gut geworden und habe dementsprechend also erstmal einen Regenbogen gemalt mit ganz vielen verschiedenen Farben. Ich hätte jetzt natürlich auch gucken können, in welcher Reihenfolge ist dieser Regenbogen. Die Farben jetzt habe ich jetzt nicht gemacht, das war aber auch gar nicht meine Intention, da jetzt so einen typisch genauen Regenbogen hinzubekommen und habe da, wie gesagt, so 1, 2, 3, 4, 7 Farben waren es jetzt, glaube ich, gemacht und ich finde, Steine bemalen, also mit den Stiften selber ging es relativ gut. Ich hätte es jetzt mir schwieriger vorgestellt. Es hat manchmal so ein bisschen gekratzt, aber das war jetzt auch nicht so extrem, dass ich jetzt sagen würde, dadurch hat es mir das Ganze ein bisschen schwerer gemacht. Aber ansonsten, glaube ich, ist das eine ganz tolle Idee, wie man sowas machen kann. Also Steine bemalen, das heißt jetzt nicht, dass man es unbedingt für jemanden machen muss, der jetzt irgendwie im Himmel ist. Steine bemalen machen so viele. Bei mir hier in der Gegend war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo dann die viele Menschen Steine bemalt haben und die in der Natur in eine Reihe reingelegt haben und dieses dann so ganz viel hintereinander, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das war wirklich ganz hintereinander, wie eine Schlange. Und das fand ich eine echt schöne Idee, wo man halt sich viel mit den Kindern auch hingesetzt hat und bemalt hat. Also ist das wirklich ein schönes Hobby. Ich habe es jetzt für mich, für die Situation gemacht, aber es wird bestimmt noch einige Situationen geben, wo ich bestimmt einen Stein bemalen werde. Und dementsprechend ist das wirklich eine echt schöne Idee, womit man sich zum Beispiel auch mit den Kindern sehr gut beschäftigen kann. Steine sind halt wichtig, dass die ganz gut dafür gemacht sind. Und dadurch nutzt vielleicht einfach mal die Chance und probiert euch da aus. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich habe es durch Zufall für mich jetzt entschieden gehabt und genau und habe dann noch einen Satz hingeschrieben, der mir halt wichtig war. Und ich weiß, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich auch ein Lied gesungen für alle Menschen letztendlich, die mir fehlen und die jetzt im Himmel sind. Es ist irgendwo auf der Playlist auch, ich kann nicht gut singen, aber für mich war es so wichtig. Ich weiß nicht, ob jemand das Lied kennt, niemals geht man so ganz. Und genau, aber wie gesagt, ich will dem jetzt gar nicht so negativ irgendwo. Es ist einfach
eine schöne Möglichkeit, sich auch schön zu beschäftigen. Und wie gesagt, die Stifte sind ganz super und die sollen laut Angaben jetzt auch wasserfest sein. Also denke ich mal, funktioniert das auch ganz gut und probiert euch da gerne mal aus. Und genau, ich übernehme jetzt gleich im Live wieder den Ton und dementsprechend werdet ihr auch gleich das Ergebnis noch sehen. Also für mein Erstlingswerk finde ich, ist es ganz gut geworden. Ich finde die Stifte jetzt auch nicht schlecht und dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung. Ja, also vielleicht ist das noch eine Idee, falls ihr auch eine Mama im Himmel habt, einfach einen Stein bemalen und das aufschreiben, was euch bewegt.